Wir nehmen euch mit auf die Reise zum Thema Unterbodenversiegelung. Wir haben lange daran gearbeitet. Ihr werdet mir vielleicht recht geben, es macht eigentlich, wenn man sich so ein amerikanisches Schätzchen zulegt, gar keinen Sinn, wenn man das Auto länger fahren will, pflegen möchte, lieben möchte, dass man nur den Lack versiegelt, aber den Unterboden außer Acht lässt. Die Zeiten, wo wir einfach nur ein bisschen schwarze Paste drauf geschmiert haben, sind echt vorbei, da wir mit dem Thema SST, mit der Firma SST etwas entwickeln konnten, wo wir sagen können, genauso wie für den Lack 15 Jahre Garantie, geben wir auf den Unterboden jetzt, Achtung, genauso 15 Jahre Garantie, dass ihr durch Rostung und keine Probleme mehr habt. Dafür haben wir uns aber einen der wirklich dicksten Partner geholt, die man überhaupt nur haben kann. Die sind richtig fett dabei. Und zwar, da meine ich nicht meine oder seine Körperfülle. Ich rede von der Art und Weise, das Know-how und vor allen Dingen das Equipment, was wir jetzt an den Start bringen. Wir haben eine Investition von knapp 50.000 Euro jetzt am Start, um einen Unterboden so zu versiegeln, dass wir folgende Schritte machen. Und zwar Punkt 1, wir strahlen den Unterboden, reinigen den Unterboden mit Trockeneis, zeigen wir euch jetzt. Danach wird der Unterboden entfettet und dann wird der Unterboden mit der SST-Keramik permanent versiegelt und wir geben wieder 15 Jahre Garantie, Thema Durchrostung und. Natürlich ist klar, möchte ich erklären, wenn ihr so aufsetzt, ja, dass die Hälfte von eurem Unterboden weg ist, für die ganz Schlauen, logisch, dann haben wir auch keine Versiegelung mehr drauf. Das heißt also, wenn ihr so abschraubt, dass die Hälfte vom Metall fehlt oder dass der Unterboden fehlt, dann ist die Versiegelung auch fehlend, logischerweise. Da gibt es ja immer so geistreiche Kommentare, wenn wir die Keramik drauf machen, hätte mich mehr beeindruckt, wenn ihr mit einem Baseballschläger draufgehauen habt. Diejenigen von euch, die das jetzt sehen und hier oben mitdenken, die wissen auch, solche Kommentare gibt es, solche Menschen müssen wir leider ertragen, aber lustig ist das nicht. Es geht darum, falls da jemand sich das anschaut, das ist natürlich kein Beulenschutz. Das ist ein Kratzschutz, ein Verwitterungsschutz und vor allen Dingen ein Langzeitschutz für den Lack, der seinen Wagen Langzeit pflegen möchte. Also, Idee, Lack und Unterboden, sodass das Auto uns einfach nicht verwittert oder auch an Wert verliert. Pflege ist A und O. Ich stelle euch jetzt vor den Michael, mein Kooperationspartner. Hallo. Ja. Und jetzt wisst ihr auch, was ich meine mit, wir sind hier richtig dick im Geschäft. Also Michael, ich krieg dich noch, ich arbeite dran, aber erst nach beim Ironman. Dann wieder. Oder dann wieder. Dann wieder, dann muss ich mir wieder was einfallen lassen. René, hoffentlich, du siehst das ja auch. Junge, wir müssen Gas geben. Also, Thema Trockeneisstrahlen. Du hast die komplette Equipment-Sache mit dabei. Das Logo sehe ich gerade, Ice Buddies, ja, total geil mit eurem Bulldog. Also freue ich mich jetzt drauf, wir zeigen euch das jetzt, zeigen auch in dem Video schon das erste Auto, was wir machen werden, nehmen wir euch gleich mit und ja, es geht los, auf geht's. Nur, dass ihr auch mal so ein bisschen euch vorstellen könnt, was da alles in die Hand genommen wird, ja, finanziell eben brutal. Also, Benjamin, Michael, hier steht schon mal der erste, hier stehen knappe 35.000 Euro, dass das alles betrieben werden kann, ja. Also totaler kranker Kram für mich, so viel Geld auszugeben, dass man so eine Dienstleistung anbieten kann. Ja? Also falls die Frage jetzt kommen sollte, ein Unterbodenschutz bei uns wird kosten 1200 Euro, also 1199, aber Achtung, 15 Jahre lang musst du nicht mehr nacharbeiten. Das hält dann 15 Jahre. Hier haben wir den ersten Mann, der fliegt nicht zum Mond, der macht dann mit uns den Unterboden. Ja? Also es wird jetzt echt ernst, Leute. Ich freue mich drauf, ich freue mich. Hast du eigentlich schon eine Werkstatt mit repariert mit Folie? Hier steht auch schon der erste, den wir im Video zeigen. Dieser Challenger wird einmal komplett jetzt sauber gemacht. Wir fangen natürlich erst mit dem Unterboden an, werden den Unterboden mit Trockeneis strahlen, danach dann entfetten, danach dann Keramik versiegeln. Dann wird oben komplett sauber gemacht, Keramik versiegelt und dann wird dieses Baby mit einem richtigen Megaschutz wieder an den Burkhardt übergeben. Also hier steht der erste, der so wie jetzt, ich weiß nicht, wie du es einfangen kannst, von dem Sauberkeitsfaktor eine leichte 1- ist. Also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das Minus müssen wir wegmachen. So, dann haben wir hier unsere Partner aus dem Frankfurter Raum, die jetzt das Thema Amis werden gerettet oder US-Schätze werden Langzeit versiegelt. Ja. Hier ist die Firma Trockeneisstrahlen, hier geiles Logo, finde ich sehr, sehr geil. Die Ice Buddies, ja, und ja, das Equipment haben wir jetzt permanent hier und wir haben euch permanent hier und jetzt werden wir die Hebebühnen in Angriff nehmen und die Autos reinigen. Prima. Bis zum geht nicht mehr. Viel Spaß im Video. Los. Musik.
Neben dem Thema mit der Keramikversiegelung, wisst ihr ja mittlerweile, haben wir jetzt den Unterbodenschutz. Ja? Ich sehe das halt so, der René, Jana, der Michael von Ice Buddies, genauso wie der Benjamin, wir haben uns einfach Gedanken gemacht und haben gesagt, hey, es bringt ja eigentlich nur halb so viel, die Oberfläche so geil zu schützen mit Keramik, dass da 15 Jahre Ruhe ist. Sehr gut, bin ich gleich fertig. Also deswegen auch der Unterboden. Also machen wir jetzt auch Folgendes. Wir machen jetzt einmal die Folierung, dann kommt die Keramikversiegelung von unten, Unterboden und auf den Lack. Und somit hat derjenige 15 Jahre Ruhe für das komplette Fahrzeug. Unterboden geschlossen mit Keramikversiegelung, keine Chance. Dann musst du so hart aufsetzen, dass der Unterboden fehlt. Dann brauchst du keinen Schutz mehr. Kannst ja mal ein Feedback geben, wie du das hier findest. Kaum bestellt, schon da. Los, komm, sag mal. Ja, was soll ich sagen? Komm. Ihr seid die Geilsten. Aha, da steht sie. Die Geile. Ja. René, ich weiß, das tut dir jetzt wieder weh, aber es ist ja nicht deiner, es ist ja seine Hellcat, ne? Würdest du ihm mal den Schlüssel geben, dass ich mal reinsetzen darf und dass er auch mal den Klappenauspuff, den straßenlegalen, anmachen darf? Genau, lass mal den Eisbuddy anmachen. Komm. Mr. Eisbuddy, wenn sich jetzt nur der Service von Big Box, die Schlüssel liegen in der Mittelarmatur. Okay. Rego. Kleine Leute haben drin gesessen. Ja, mein Mexikaner ist halt nicht so groß. Übrigens, da wird immer geschimpft, wer war denn hier wieder drin gesessen? Aber ich echt, weiß ins Lenkrad. Boah, das Lenkrad immer, dieser Schwachsinn, da mit dem rausholen. Ja. Heulig. So, jetzt treten Sie mal bitte auf die Bremse, mal, drücken Sie mal auf Start. Mal kurz die Füße. Ich habe mir nur gedacht, ich lasse es drin. Jetzt darfst du es dreckig machen. Stopp dein Auto. So. Und jetzt drücken wir auf den Knopf. Und links. Einmal reicht. Und jetzt drücken wir vorsichtig aufs Gaspedal. Das macht man so kurz tippen und nicht so lange, lange. Kurz tippen! Ja, hallo, tut mir leid, ich habe einen schweren Fuß. Genau. Hallo, ja. Das ist geil. Guck, das geht nicht nochmal. Ja, jetzt geht's nicht besser. Ah, guck, jetzt ist warm, jetzt. Ist doch eh warm. Alles gut. Ja, ich weiß. Wie findest du das jetzt so, dass ein anderer jetzt wieder seine Hellcat abholt? Na, ich durfte für ihn holen, das ist das Geilste. Ich liebe die Autos. See you soon.